Hey, willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus. Heute mit Arminia Bielefeld. Wir sind am Start mit der nächsten Folge und es geht in eine richtig interessante Folge, denn wir spielen unter anderem gegen den VfL aus Wolfsburg. Das heißt, wir haben ein westfälisch-niedersächsisches Derby. Was heißt Derby? Eigentlich ist es kein Derby, aber irgendwie ist es doch ein relativ cooles Spiel und darauf freue ich mich und genau das werden wir heute durchziehen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Wir gucken uns unsere Mannschaft mal an. 4-4-2 ist unser System. Eigentlich 4-1-2-1-2. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, warum das hier eigentlich nicht steht. Ich meine, klar, im Endeffekt ist es 4-4-2, aber warum heißt es dann nicht in Ultimate Team beispielsweise auch 4-4-2 in einer bestimmten Variante? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber das ist auch nicht so wichtig, denn ich muss es ja nicht verstehen, solange EA weiß, was sie da machen. Wir wechseln ein bisschen durch, allgemein ist unser Team nicht ganz fit, dementsprechend müssen wir ein paar Wechsel vornehmen. Schöpf ist der einzige wirkliche Stammspieler, der drum bleibt, hier Nacho, der wird ebenfalls neu ersetzt werden, und zwar, ich weiß gar nicht durch wen, aber ich glaube, irgendwer und wird für den spielen, und wenn er nicht rausgeht, dann wird er auf jeden Fall ausgewechselt. Mast und dann Hämlein. Genau, Hämlein. Ach ja, genau. Ich habe Hämlein in den Sturm gestellt. Der kann das eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich das machen. Und Hämlein war der, bei dem ich mir gedacht habe, okay, der wird sowieso nicht mehr vom Potenzial her irgendwie wachsen. Dann kann ich den einfach mal in den Sturm stellen. Das war so meine Idee dahinter. Und ob sie im Endeffekt funktioniert hat, das ist jetzt natürlich die große Frage. Aber wir wollen natürlich einfach mal schauen, wie das Ganze gelaufen ist. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei der Partie. Es wird auf jeden Fall alles andere als einfach, wenn Wolfsburg natürlich eine starke Truppe ist. Aber ich denke mal, nach den Ergebnissen in den letzten Wochen ist auf jeden Fall was drin. Wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich mit 3 Punkten. Bis gleich. Die Arminia empfing den VfL Wolfsburg zum nächsten Spiel der ersten Bundesliga. Das Abenteuer, wie es von Trainer MGT ausgerufen war, schien es doch nicht zu werden. Das eigentliche Ziel, in der Liga zu bleiben, momentan extrem vergrößert, denn es sah richtig gut aus für die Männer von der Alm. Momentan gewinnen sie so ziemlich alles, was es zu gewinnen gibt, und genauso sollte es heute fortgeführt werden gegen den Tabellen-7., also direkten Tabellennachbarn. Ein Punkt trennt momentan die Westfalen und die Niedersachsen. Torwald ist um 5-4, aber trotzdem bereits 9 Punkte auf dem Konto. Das heißt, die beiden Tore zusammenhaltet, es sind 9 Tore gefallen in den Spielen von Arminia Bielefeld und sie haben bereits 9 Punkte auf dem Konto. Wolfsburg natürlich der klare Favorit mit Julian Draxler, der Nationalspieler, bisher 3 Einsätze, kein Tor, also noch nicht seine Saison. Heute sollte es nach Trainer Dieter Hecking zumindest mal wieder eine Chance für ihn werden, bei der er beweisen konnte, was er eigentlich kann und dass er mehr kann, als er in den letzten Wochen zeigte. Sein Kollege neben ihm ist Bas Dost, zu dem kommen wir gleich. Zunächst einmal Bielefeld im Tor, Hesel davor, Passlack, Ogan zusammen mit Anton und Angelino. Davor auf der 6 haben wir dann Björn Jobbeck, Alessandro Schöpf, Dennis Mast auf den Position, Amina Fahn auf der 10 und im Sturm Christoph Hämlein. Das ist eigentlich gar nicht seine Position, er musste aber heute aushelfen, und Fabian Klos, denn es gab ein paar konditionelle Probleme bei den Bielefeldern. Andere Seite, da haben wir Diego Benaglio im Tor, davor Tresch, Sprenger, Knoche und Marcel Schäfer, Carlos Azquez auf der 6 zusammen mit Maxi Arnold und Yunus Malli. Die beiden spielten vor ihm auf den Außen, Francisco Rodriguez und Julian Raxo in der Sturmspitze, die einzige Spitze. Bas Dotz zuletzt immer unterstützt worden von Max Kruse, heute war er alleine vorne drin. Das System ist effektiv ein 4-5-1, man kann es auch als 4-3-3 betrachten. Wie auch immer, auf jeden Fall sehr offensiv ausgerichtete Wolfsburger, und die wollten natürlich direkt mal zeigen, was hier Sache war, unter anderem mit dem neu gewechselten Yunus Malli. Wir springen rein, die erste Szene hatte der VfB, das ist Marcel Schäfer mit der Flanke, Azquez kommt nicht ran und Bielefeld kann das Ganze nicht entscheiden. Clem Francisco Rodriguez, an dem waren sie interessiert im Winter, allerdings ist ja die Flanke nicht so gefährlich. Im Sommer waren sie übrigens auch an ihm interessiert, haben ihn nicht verpflichtet, und dementsprechend blieb es beim 0-0. Andere Seite, Bielefeld nach 25 Minuten erstmal nach vorne, das ist Felix Passlack, Neuzugang von Dortmund, die Flanke von Schöpf in die Mitte. Arminaglio ist da und hat keine Probleme, diesen Ball abzufangen. Wieder die andere Seite, es war ein offener Schlagabtausch, ein Spiel auf Augenhöhe, keine wirkliche Favoritenrolle erkennbar. Hier der Fehlpass von Wolfsburg, dann der Fehlpass von Bielefeld, es war allgemein ein sehr von Fehlpässen geprägtes Spiel. Sprenger bringt das Ganze hier mal in die Offensive und dann spielt Wolfsburg endlich mal gut, und zwar mit Ballbesitz. Klasse gemacht von Sprenger, der Innenverteidiger, mit einer soliden Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Dann Maxi Arnold auf den Neuzugang, Yunus Malli, der auf Carlos Azquez, und im letzten Moment ist Felix Passlack dazwischen, spritzt rein und verhindert das 0-1 aus Bielefelder Sicht. Kurz vor der Halbzeit nochmal die Arminia im Vorwärtsgang, das ist Björn Jobbik, spielt heute wie gesagt auf der 6, der Ball in die Mitte, Amina Fahne, und dann ist Hämlein, da steckt durch auf Alessandro Schöpf im 16er, der Innenpfosten drin, das Ding 1-0, 47. Minute, der Führungstreffer für die Arminia kurz vor der Halbzeit, und das Publikum natürlich glücklich, der Neuzugang vom 1. FC Nürnberg mit seinem Tor, und das war klasse gespielt, das war richtig, richtig gut gemacht, keine irgendwie Kick and Rush, sondern wirklich schnelles, taktisches Kombinationsspiel und im Endeffekt dann die Vorlage von Hämlein auf den rechten Mittelfeldspieler, der Arminia, und der macht das dann
dann eisekalt in die lange Ecke, Innenpfosten rein. Also präziser hätte das kaum machen können. Damit ging es dann in die Halbzeit. Schöpf war natürlich fröhlich, sein erster Schuss, sein erstes Tor. Besser kann es ja gar nicht laufen. Die zweite Halbzeit sollte natürlich aber gar nicht mal so einfach werden. Gegen in der zweiten Halbzeit immer stärker werdende Wolfsburger, die zumindest in den letzten Partien, gerade im zweiten Durchgang, immer mehr aufgedreht hatten. Wir springen rein in die zweite Halbzeit und wir sehen einen Eckball des VfL. Das ist Maxi Arnold. Bringt den in die Mitte und da steht mal wieder Sprenger und der versucht mit dem Rückzieher, aber mit seinen 1,96 Meter Körpergröße wird der nicht gefährlich, auch sein Kopfball hinterher nicht mehr das allergefährlichste, kein Problem für Wolfgang Hesel. Bielefeld bekam ab und zu mal Entlastung, das ist der schnelle, agile Dennis Mast, der versucht mit der Flanke, Fabian Klos ist da, kommt aber nicht an den Ball ran und dementsprechend gibt es Eckball, der dann nicht wirklich was einbrachte. Die Ecke zeigen wir trotzdem, es ist Amina Fahne und die sagen, okay, wir laufen mal auf den Torwart drauf und das funktioniert sogar. Benayo behindert vom eigenen Mann, aber der Kopfball dann nicht mal aufs Tor und dementsprechend nicht das 2 zu 0. Dann kam Max Kruse und Max Kruse flog. Er war gerade mal eingewechselt, 5 Minuten auf dem Platz und musste sofort wieder runter. Das war ein richtig böses Foul da gegen Angelino von hinten in die Beine. Man sah den Frust bei den Wolfsburgern und dementsprechend musste der Ex-Gladbach früh vom Feld runter. Es war sehr bitter, wir sehen es in der Wiederholung, es war ein eindeutiges Foul am Argentinier. Neuzugang von Manchester City, da darf man niemals so reingehen und dementsprechend ist er da zu Recht vom Platz geflogen. Wir sehen es hier, nur die Intention, den Gegner zu treffen, klares Ding, rote Karte. Wir gehen in die Schlussphase der Partie. Die Arminia verwaltete das Ergebnis und ja, Wolfsburg versuchte irgendwie nach vorne zu kommen. Das ist Maxi Arnold, die Flanke in die Mitte aber abgewehrt und jetzt konnte Bielefeld kontern. Das ist Amina Fahne, der Schwede, immer noch ein bisschen spritzig. Sonko Sundbeck, ebenfalls Schwede, mittlerweile eingewechselt mit der Balleroberung und dem weiten Ball nach vorne. Und das ist Junglas, auch der war eingewechselt worden und hatte jetzt ganz viel Wiese vor sich. Wir sind in der 85. Minute und es steht 2 zu 0 für Arminia Bielefeld. Die Entscheidung in der Schülko-Arena kurz vor Schluss. Der 2 zu 0 Führungstreffer für die Arminen. Und das war wirklich wieder ganz schwach verteidigt von Wolfsburg. Ballverlust in der gegnerischen Hälfte. Und dann ist keiner mehr hin, weil sie alles nach vorne warfen. Niemand hat Junglas überhaupt auf dem Zettel. Und dann kommt natürlich auch Schäfer nicht mehr hinterher. Und der Abschluss ist trocken. Benayo chancenlos. Und es steht 2 zu 0. Jetzt kam Wolfsburg nochmal nach vorne. Sie versuchen zumindest den Ehrentreffer noch zu erzielen. Robin Knoche mit aufgerückt. Jonas Mali, Knoche, nochmal Knoche. Und der macht mit dem Kopf 2 zu 1. Vierte Minute in der Nachspielzeit. Das war ein ganz kurioses Tor. Normalerweise darf so ein Ding niemals reingehen, aber er haut einfach mal drauf mit dem Kopf aus knapp 15 Metern und der geht dann rein. Eigentlich war die Szene schon geklärt, hier war sie bereits vorbei, denn er verstolpert den Ball hier so ein bisschen, aber setzt dann nach und Hesel chancenlos, der Kopf war perfekt im Knick, es brachte aber im Endeffekt nichts mehr, denn es war nur das 1:2 und die Arminia gewann trotzdem gegen den VfL mit 2:1. Die nächsten 3 Punkte für den starken Aufsteiger, 12 bereits auf dem Konto nach 6 Spielen, das ist eine richtig gute Statistik, es sieht sehr gut aus für den Klassenerhalt, vielleicht kann man sogar ein bisschen höhere Tabellenregion schauen, das Team ist auf jeden Fall dazu in der Lage, ob es die Qualität über die Saison hinweg ja, durchhalten wird, werden wir schauen. Zunächst einmal gewinnt sie gegen Wolfsburg, dank Alessandro Schöpf mit 2:1. Ja, das war doch, denke ich mal, ein solides Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass wir Wolfsburg gewinnen, aber wir haben auch schon gegen andere Teams sehr gut gespielt, unter anderem auch gegen den FC Bayern, wo wir ja gewonnen haben mit 1:0 und von daher... Ja, auf jeden Fall ordentlich, ne? Also, ich meine, das war jetzt 2 Tore. Das eine war von einem Spieler, der normalerweise auch spielt. Das andere von Junglas, der ist normalerweise nicht mal gefragt bei uns. Und wenn so einer so ein Tor schießt, wenn er gerade mal auf dem Platz steht, zeigt natürlich auch, dass er sich reinhaut für unser Team. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Rodriguez hat gerade zwar gespielt, war aber nicht sonderlich auffällig. Das heißt, auch den werden wir so ein bisschen von der Liste streichen. Denn Afane gefällt mir, obwohl er halt deutlich schwächer ist und weniger Potenzial hat, doch irgendwie recht gut. Außer der Forster-Skills. Und das ist halt so ein Argument, warum ich den behalten möchte. Wir spielen gleich gegen Hertha BSC. Das wird eine interessante Partie gegen die Berliner, denn die sind ungefähr mit uns auf einer Augenhöhe, würde ich sagen, zumindest hier im Karrieremodus. Und nachdem wir jetzt gegen einen richtig starken Gegner, mit dem wir nicht auf Augenhöhe gewonnen haben, sollten wir jetzt gegen Berlin eigentlich nachlegen. Ob das was wird, ist natürlich die Frage, weil normalerweise, ihr wisst es, gegen kleinere Teams spiele ich, egal in welchem Karrieremodus, immer ein bisschen schlechter. Das ist einfach so und ich hoffe, dass es heute nicht so werden wird. Wir können natürlich wieder auf unsere Spieler, unsere Topspieler zurückgreifen, unter anderem Tinjetwey, Neuzugang von Leverkusen. Neben ihm dann Christensen, Verteidigung sieht aber schon mal richtig gut aus. Außenverteidiger können wir auch wieder auf Angelino zurückgreifen, der glaube ich aber gerade schon gespielt hat, genau. Auf der rechten Seite Paslak, hat sich gut gemacht, aber mal so sollte er auch spielen. Auf der 10 natürlich mal wieder Ryan Gold im Sturm, Iheanacho zusammen mit Melvin Lorenzen, dem Top-Torjäger der letzten Saison. Es sieht wieder stark aus und ich denke, Bielefeld könnte auf jeden Fall ja den Jungs aus Hertha bzw. den Jungs aus Berlin Probleme machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die momentane Entwicklung bei uns seht. Findet ihr das gut, wie es momentan läuft? Oder denkt ihr, dass wird irgendwann noch ein Einbruch kommen und irgendwann wird sich eventuell ein Leistungsträger verletzen und dann... Naja, hört es auf. Ich bin gespannt. Ihr habt den Titel übrigens gelesen. Es ist die Ryan Gold Show. Und warum das die Ryan Gold Show ist, ich denke mal, das ist relativ klar. Das wird jetzt ein richtig starkes Spiel von unserem Schotten. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wie es ausgegangen ist, weiß man nicht. Aber er hat auf jeden Fall seinen Effekt auf die Partie gehabt. Wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich mit 3 Punkten aus Berlin. Viel Spaß und bis gleich.
Erstmals seit Ewigkeiten war die Arminia wieder zu Gast im Olympiastadion in Berlin und der Aufsteiger hatte zuletzt richtig starke Leistungen gezeigt, unter anderem gegen Wolfsburg, gegen Bayern gewonnen und heute wollte man gegen die Hauptstädter natürlich nachlegen. Allerdings waren die Fans, der 12. Mann der Hertha, unterstützen ihre Mannschaft heute im ausverkauften Olympiastadion. Es hätte viele Freikarten gegeben, aber das war ja egal, denn das Stadion war nun mal ausverkauft. Momentan die Hertha 2 Punkte nur hinter Bielefeld, die auf Tabellenrang 3 rangierten. Natürlich am Anfang der Saison noch nicht sonderlich aussagekräftig, aber schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt nach 6 gespielten Spieltagen. Heute wollte Berlin im Idealfall an den Bielefeldern vorbeiziehen. Das war das ausgerufene Ziel von Trainer Pal Dardai. Ob es geklappt hat, wir werden uns in der Partie anschauen. Die Berliner an sich natürlich nominell die stärkere Truppe, aber man hat sich gerade auf Seiten der Arminia stark verstärkt, unter anderem mit letzten Torschützen Alessandro Schöpf. Wir gucken uns trotzdem zunächst die Elf der Hertha an. Kraft im Tor, davor Pekarik zusammen mit Niklas Stark, Sebastian Lanka und Marvin Plattenhardt auf der 6. Per Chilgans Gelbrett und Wladimir Darida, dann Valentin Stocker, Sami Alagui, Enes Benatira und die einzige Sturmspitze, Salomon Kalou. Der Ivora letzte Saison richtig stark gewesen in der ersten Liga, hatte dafür gesorgt, dass die Hertha nicht abgestiegen war und sollte heute genau das wieder mit seinen Toren bewerkstelligen. Hesel auf anderen Seite im Kasten, davor mal so Jedwai Christensen und Angelino, er der Einzige, der in der Startelf geblieben war. Tim Diersen auf der 6 bzw. 8 Part, Finne und Schöpf auf den Außen davor, Ryan Golden auf der Stürmerposition, Melvin Lorenzen und Kelechi Iheanacho, die beiden, ja, das Superduo quasi der vergangenen 2. Liga-Saison. Bisher in der ersten Liga war nur Iheanacho groß aufgefallen, aber Lorenzen hatte immerhin auch schon 2 Saisontore. Mal sehen, wie es heute weitergehen sollte. Und es ging ja richtig gut los für die Bielefelder, die stärkere Mannschaft in der Anfangsphase waren. Das ist Bart Finne, der Norweger, ehemaliger Kölner, Iheanacho auf Lorenzen und der auf Ryan Gold. Und der hat eine klasse Idee, geht nämlich mit seinen ganzen technischen Finessen einfach mal durch und macht das 1-0. 6 Minuten durch und der Schotte macht den Führungstreffer für die Arminia. Klasse Sode von Ryan Gold, die Leihgabe von Sporting Lissabon ist ja noch 1,5 Jahre jetzt bei der Arminia und hier zeigt er, warum er auch in Zukunft wahrscheinlich Stammspieler bleiben wird bei den Männern von der Alm. Kraft kann da gar nichts machen, der Schotte mit dem 1-0, Hertha versuchte direkt zurückgekommen, allerdings dauerte es ein paar Minuten, bis sie sich gefangen hatten. Wir sind in der 20. Das ist Valentin Stocker, der Schweizer aufs Gelbrett und der auf Kalou, aber klasse Grätsche da, ja, in der Verteidigung hinten drin von, ja, dem Neuzugang von Tin Jedwai und der verhinderte hier das 1-1. Andere Seite eine Flankenchance und zwar auf Iheanacho, der da aber nicht rankommt. Da war Kraft zur Stelle. Ein bisschen später hatte er größere Probleme. Angelino mit dem weiten Ball nach vorne. Iheanacho ist schneller als Langkamp und hat die Übersicht für Ryan Gold. 2-0. 31. Minute der Doppelpack für den Schotten und das war wieder ein starkes Spiel von Arminia. Klasse Konter gefahren und im Endeffekt hat dann Iheanacho, der Nigerianer, die Übersicht, sucht nicht eigensinnig den Abschluss, sondern legt nochmal intelligent rüber und da ist ganz viel Platz und niemand bei Ryan Gold und der macht den Ball souverän Rainer Kraft vorbei zum Führungstreffer. Es ging weiter mit Bart Finne, der wurde gefoult. 38. Minute an der Strafraumkante. Eine wunderbare Situation an sich für einen Rechtsfuß, aber da hat die Arminia nicht so wirklich einen. Die einzigen Freischützen, die sie im Kader haben, sind Arminia Fahne, der ist Linksfuß, Alessandro Schöpf, der sich aber noch nicht so ganz wohl fühlte in dieser Position als Freischütze und eben der bisher bereits doppelte Torschütze und das ist eben der gerade angesprochene Ryan Gold. Es sind knapp 30 Meter, aber für den Schotten in der Form sind die gar kein Problem. 40. Minute der 3-0 Führungstreffer und der lupenreine Hattrick von Ryan Gold. Was für eine Leistung dieses Schotten. Das war ein richtig gut getretener Freischuss. Kraft sieht nicht ideal aus, weil es halt die Torwart-Ecke in so gesehener Weise ist. Allerdings war das trotzdem einfach ein klasse Freischuss aus dem Winkel, den so platziert an der Mauer vorbei reinzuschlagen und dann auch noch reinzumachen. Das muss man erstmal tun. Die Mauer dreht sich auch weg. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen, aber so stand es 3-0 und die Hertha brach komplett ein. Wieder ein genialer Pass von Ryan Gold, aber diesmal kam Melvin Lorenzen nicht ganz ran. Es blieb beim 3-0. Die Berliner versuchten irgendwie zurückzukommen, aber das Publikum war natürlich sauer, versuchte sich nicht mehr nach vorne zu peitschen, sondern beschwerte sich, ja, mit Pfiffen hier mal eine Chance, aber auch das wieder abgepfiffen. Es kam einfach nicht wirklich was zustande. Eher auf der anderen Seite, das ist Alessandro Schöpf, geht in den 16er hinein, legt nochmal ab auf Lorenzen und der auf Ryan Gold, der Pfosten und Lorenzen ist da und macht das 4-0. Noch eine Vorlage auf dem Konto des Schotten, 3 Tore, eine Vorlage und Melvin Lorenzen mit seinem 3. Saisontor. Wie gesagt, bei ihm lief es noch nicht so in der Bundesliga, da war Kielecki hier Nacho deutlich auffälliger, aber hier beweist er, dass er seine Qualitäten nicht in der 2. Liga vergessen hat, sondern sie mitgenommen hat, wunderbar vorbereitet und dann den kalten Kopf bewiesen und im richtigen Moment an der richtigen Stelle gestanden. Berlin versuchte nochmal zurückzukommen, aber sie standen sich sogar selber im Weg, dieser Schuss abgefälscht vom eigenen Mann am Tor vorbei und die letzte Szene war dann wieder Ryan Gold vorbehalten, nochmal der Schotte, 75. Minute, eine klasse Flanke in die Mitte, Kelechi Iheanacho kam nicht ganz ran und somit blieb es beim 0-4 aus Hertha-Sicht, die anschließende Ecke von Alessandro Schöpf und zwar auf den, Iheanacho,
Das war ein richtig genialer Fallrückzieher. Vom eigenen Mann dann allerdings noch ein bisschen behindert und abgewehrt und dementsprechend nicht das 5:0, nicht die komplette Demütigung, aber auch so war es schon eine ordentliche Klatsche für die Hertha. Ryan Gold, der Schotte, hatte eine unglaubliche Leistung gezeigt, eine klasse Performance. Man sollte zumindest später in den Zeitungen lesen, die Ryan Gold schon im Olympiastadion. Die Fans der Arminia waren natürlich zufrieden, die Fans der Hertha pfiffen ihr Team aus und das vollkommen zu Recht. Dardai hatte ausgerufen, dass man die Arminia überholen wollte. Jetzt hatte der dreifache Torschütze, der hier den Ball natürlich behalten durfte, genau einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Die Arminia bleibt weit oben in der Tabelle und Hertha rutscht ins Mittelfeld. Ich habe ja vieles erwartet, aber kein 4:0. Da hat man mal die Klasse von Ryan Gold gesehen und gesehen, nicht nur, wenn man ein hohes Rating hat, kann man gewinnen. Nein, man kann auch mit guten Spielern, die einfach gute Ingame-Werte haben und beziehungsweise die Werte haben, die man braucht, gewinnen. Lorenzen hat ein Tor gemacht, was sehr, sehr schön ist. Der hat ja sein drittes Saisontor nach 6 oder 7 Spielen gemacht und ist dementsprechend ja relativ, wie sage ich das jetzt am besten, gereift, beziehungsweise auch angekommen. Hat er zuletzt nicht so stark gespielt. Aber jetzt scheint es, als ob das alles funktionieren würde. Übrigens Trainingsleistungen, wir haben alles dabei. A, B, C und F. Naja, okay, eigentlich sind die Leistungen gut, ne? Okay, ein F muss nicht sein, aber würde in den nächsten Wochen sicherlich besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und momentan sind wir Tabellenführer der ersten Liga. Wer hätte das gedacht von Arminia Bielefeld? Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Tag noch. Haut rein. Und ciao. Tag noch. Haut rein.